kann die Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was im biblischen Sinn ein Prophet ist. Das haben wir heute festgestellt. Also für mich ist keiner ein Prophet, wenn er sich jetzt hinstellt und wenn er irgendwann noch so recht hat, der dann sagt, also wir müssen jetzt mit dem Klima irgendwie umdenken oder so etwas, weil das dann irgendwie kommt oder so. Oder selbst gesellschaftliche Dinge kritisiert. Also für mich wäre ein Prophet jemand, der das Wort Gottes zur Sprache bringt. Insofern gibt es, glaube ich, schon eine ganze Menge Propheten heute. Also das geht ja bis in unsere Verkündigung, bis in die Seelsorge hinein. Ja, ich habe ja heute schon mal auch die Brücke versucht, auch nicht nur, ich will das nicht exklusiv tun, aber auch als dazu unseren Amtsträgern, ja, die keine andere Aufgabe zunächst mal haben, als dieses Wort Gottes, das wir haben. Also man muss da nicht nachts irgendwas raschen hören oder so etwas oder sonst irgendwie hinterm Baum was sehen, sondern das, was wir haben, das zur Sprache zu bringen. Das ist prophetisch. Es gibt ein schönes Wort eines Befreiungstheologen aus Lateinamerika, so ein Wort, das mich ganz lange schon begleitet und das etwas damit zu tun hat, was ich meine. Der sagt nämlich, das Heimweh nach dem Ursprung ist prophetisch. Das ist ein ganz starkes Wort. Ja? Also das Heimweh nach dem Ursprung, das ist prophetisch. Das trifft sehr viel von dem, was die Propheten meinen. Also wenn sie den Beginn der Schöpfung, die Befreiung aus Ägypten, ja, oder die erste Liebe, von der wir heute schon bei Hosea gesprochen haben, ja. Das Heimweh nach dem Ursprung ist prophetisch. Also dass das etwas mit Sehnsucht zu tun hat, ja. Dass man auch an der Kirche leiden kann, das ist ja gar keine Frage. Aber an der Kirche leiden heißt immer in der Kirche leiden. Und sich nicht dann sozusagen zum Besserwisser oder Dienst da herausstellen. Wenn man die Propheten etwa anschaut, ja, ein Jeremia geht mit ins Exil. Ein Jeremia bleibt nicht in Jerusalem, hätte ja sogar Angebote gehabt, erfahren wir in der Jeremia-Geschichte. Ja. Der wird natürlich als Vaterlandsverräter da gehandelt, weil er sagt, der weicht total die Moral der Truppen auf, indem er sagt, ihr braucht nicht zu kämpfen, ihr werdet es verlieren. Vergisst es. Ja. Am besten wäre der König, würde sich ergeben. Das kostet dann keine Menschenleben. Ja? Das ist ja Vaterlandsverrat. Ja? Dafür wird man ja in allen Kriegszeiten, in allen Kulturen erschossen. Für so etwas. Und die Gegenseite, wenn sie den Krieg sagt, natürlich guter Mann. Ja? Super gemacht. Ja? Also irgendwie, ja? Aber dem setzt er sich aus. Ja? Also da auch treu drin zu bleiben aber sich nicht außerhalb zu stellen, ja, sondern sagen, nein, das ist das Exil ist eben das Schicksal dieses Volkes, auch wenn es den falschen Weg geht, aber ich bin mit drin. Ja, ich bin nicht was Besseres, weil ich jetzt plötzlich da der Meisterprophet bin, ja, und der weiß, wie es geht. Und das finde ich sehr wichtig. Ja. Also wofür ich plädieren würde, ist von diesem großen Gestus des Prophetischen wegzukommen. Also indem man sagt, boah, das ist ein Durchbild oder so etwas. Das Prophetische im biblischen Verständnis buchstabiert sich manchmal sehr unspektakulär und in großer Treue und wirklich zum Wort Gottes und in dieser Schicksalsgemeinschaft, ob die damals Israel hieß oder heute Kirche heißt, da spielt das und da buchstabiert sich das wirklich. Müsste sich am Maßstab hier messen lassen. Also wenn wir das in einem geistlichen Sinn als Christen, ja, die wir aus dem Judentum hervorgegangen sind, wenn wir das mit einem geistlichen Maßstab versehen, das sollten wir immer tun, bei solchen Sachen muss sich das hier an diesen Maßstäben, die wir heute erarbeitet haben, messen lassen. Natürlich, da gibt es eine Riesenanzahl, ja. Ja, ich merke ein kleines Unwohlsein bei dieser Bemerkung, weil ich denke, mein Gott, seine eigene Sache. Ich weiß nicht, ob man einem zweiten Jesaja, mit diesem schönen Auftakt im Kapitel 40 des Jesaja-Buches, tröstet mein Volk,
ja, der diese geschundenen, zerschlagenen, der die wieder aufrichten muss, denen eine Hoffnung gibt, denen eine Kraft gibt, denen einen Zuspruch gibt. Ob man sagen kann, der hat das nicht zu seiner eigenen Sache gemacht oder Jesus war da eine Spur näher dran, das weiß ich nicht. Deshalb bin ich da etwas, ich denke, es ist einfach damit gegeben, dass wir sozusagen wissen dürfen, dass Jesus wirklich eine vollkommen andere Stellung hat. Was wir mit diesem Hoheitstitel Sohn Gottes ausdrücken. Ja? Das ist etwas, obwohl ja, also gerade bei Jeremia ist ja auch quasi die berufene Adoptionsgeschichte, ja. Von dem Mutterleib habe ich dich ausersehen, du gehörst mir, du bist mein, ja. Das ist eine Adoption. Und dennoch kann das nicht herantippen an das, was wir eben für die Sohnschaft Jesu aussagen. Ja? Ja. Gut.